Herzlich willkommen zum sonntäglichen Ostergottesdienst, den wir wieder aufzeichnen und für Sie dann ausstrahlen, damit Sie an diesem Sonntag wieder Anteil an Ihre persönliche Gemeinde hier im Pfarrverband Buchbach haben. So wollen wir unseren Gottesdienst eröffnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, den Gott verherrlicht hat, er sei mit euch und mit deinem Geiste. Die Osterzeit strebt ihrem Ende entgegen. Wir haben die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu gefeiert. Nun erwarten wir den Heiligen Geist, den Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern versprochen hat. Wie sie sind wir eingeladen, um diesen Geist zu beten und als Einzelne und als Gemeinschaft der Glaubenden seine verändernde Kraft zu empfangen. Herr Jesus Christus, du hast uns Beistand versprochen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Sende uns den Geist, der uns hilft, Gottes Willen zu erkennen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Mach uns fähig, uns durch den Geist verändern zu lassen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr schenke uns sein Erbarmen. Er verzeihe, was wir gegen ihn und gegen den Mitmenschen gefehlt haben. Und lasse uns in Dankbarkeit und Freude diese Feier miteinander begehen. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du willst unseren Glauben an dich immer wieder neu entzünden und mit deinem Geist erfüllen. Alles, was dem Tod und dem Untergang verfallen ist, berührst du mit deiner Liebe und führst es zum Leben. Lass uns dir und deinem Wirken trauen, du treuer Gott. Lass uns mehr und mehr österlich beten, denken, reden und tun. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Reinheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Zeit und Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als Jesus in den Himmel aufgenommen war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf.
wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott darin verherrlichen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder draußen vor den Bildschirmen und hier in der Kirche, in diesen letzten Tagen vor dem Pfingstfest bitten wir in besonderer Weise um den Heiligen Geist. Für dieses Gebet kann uns die Erzählung aus der Apostelgeschichte einige Impulse geben. Es wird berichtet, dass sich Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas und wie sie alle hießen, in einem Obergemach zum Gebet versammelt haben, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Weshalb wir alle Namen so ausführlich hören? Weil wir uns fragen dürften, möchte ich, Herbert, auch dabei sein? Möchtest du, Sabine, dabei sein? Und du, Franz, Silke, Ottmar, Judith, Josef, Andrea, möchte ich im Obergemach um Gottes Geist bitten, ihn ersehnen, ihn erhoffen? Oder bin ich im Erdgeschoss des Alltags mit allerlei Tätigkeiten beschäftigt? Bin ich bereit, aus dem Alltag für einen Moment auszusteigen und aufzusteigen ins Obergemach? Ist in mir Raum für die Sehnsucht nach dem lebendig machenden Geist? Oder bin ich zufrieden mit dem, was man im Alltag ebenso tut? Gebe ich mich weniger zufrieden, als der Geist zu geben vermag? Im Obergemach des Betens ragt mein Alltagsleben weit über sich selbst hinaus in den göttlichen Bereich, in den Bereich des dreifaltigen Lebens. Was sich in diesem göttlichen Leben ereignet, hörten wir im Evangelium. Jesus bittet den Vater, dass er ihn verherrlichen möge. Denken wir daran, dass Jesus diese Bitte unmittelbar vor seinem Leidensweg, vor seiner Passion spricht.
Verherrlichung bedeutet von hier aus gesehen, dass Jesus seinen Vater bittet, ihm in der Not beizustehen, ihn nicht ins Bodenlose fallen zu lassen und ihn aus dem Tod ins Leben zu erhöhen, zu verherrlichen. Jesus ist die Gabe des Vaters. Der Sohn dankt dem Vater, verherrlicht ihn, erhebt seine Augen zu ihm, tut alles zur Ehre des Vaters. Und Jesus nimmt den Auftrag des Vaters an, Gabe für die Menschen zu sein. Und so gibt der Vater dem Sohn alle Menschen, damit er ihnen ein Leben in Fülle und ewiges Leben gibt. Hier ist gegenseitige Hingabe im Raum Gottes zwischen Vater und Sohn auf uns. Beten im Obergemach, beten als Hinausstehen in den göttlichen Bereich, beten als Hineintragen in den Lebensraum des Dreifaltigen. Letztlich ist das ein Hineinmeditieren in Gott als Hingabe. Der Vater gibt den Sohn, der Sohn gibt sich dem Vater hin, willigt in den Willen des Vaters ein. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Der Wille des Vaters ist geben. Der Sohn gibt sich hin. Vater und Sohn geben den Geist. Der Geist ist Gabe des Gebers und Geber der Gabe. Gott gibt ständig und da ist ständige gegenseitige Hingabe in Gott. Das würde Gott genügen, aber diese Hingabe quillt über auf uns zu, als Gnade, als Gabe. Betrachten wir einfach dieses Geben in Gott. Lassen wir es in uns fließen, wirksam werden. Das ist zuerst ein innerlicher Vorgang. Es geht darum, das Wort zu bewahren, wie es im heutigen Evangelium heißt. Dazu braucht es Stille, Besinnung, Loslassen und die Überwindung der Knechtschaft im Diktat des Äußeren. Letztlich aber heißt es, das Wort selbst, den Logos, Jesus selbst im Herzen lebendig zu halten. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Den Lebensstrom im Raum des Dreifaltigen verspüren wir am besten, wenn dieser Lebensstrom in uns lebendig ist. Lebendig aber ist dieser Lebensstrom schon in Christus selbst. Jesus ist durchsichtig auf Gott hin. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Ja, es stimmt. Christus gewährt uns nicht nur Einsicht in die Dreifaltigkeit, sondern in ihm wird die Trinität ansichtig. Jesus, mein Schöpfer, Jesus, mein Freund, Jesus, meine Kraft. Diese Lebendigkeit Gottes bleibt nicht in uns. Wie Gott sich auf uns hin öffnete und sich uns gab, so darf die im Gebet verspürte Lebendigkeit in uns sich auf unsere Mitmenschen hin öffnen, weiterfließen, Raum greifen, im konkreten Tun. Im Gebet heiligen wir Gott und werden selbst für den Dienst am Nächsten geheiligt. Alles tun, das es aus dem Gebet speist, ist vor Aktionismus, Planung und Strategiedenken bewahrt. Es geht nicht mehr weiterhin um ein Geben und Nehmen, sondern um echte, reine Gabe, Hingabe.
Schwestern und Brüder, aus der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes selbst, aus dem göttlichen Bereich, dem wir im Beten, im Obergemach ganz nahe sind, fließt durch uns das Gute und die Gabe auf unsere Mitmenschen zu. In unserem Dienst verherrlichen wir Jesus beim Vater. So betet Jesus zum Vater heute: Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Dies alles ist groß, aber nicht heroisch. Es geht vielmehr auf unsere Seite schlicht und einfach darum, dass wir die gewöhnlichen Herausforderungen des Alltags mit außergewöhnlicher Hingabe tun. Nicht von ungefähr hat Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben Gaudete et Exultate, heißt freut euch und jubelt, über die Heiligung des Lebens gerade in dieser Weise gesprochen. Es gefällt mir, die Heiligkeit im geduldigen Volk Gottes zu sehen, in den Eltern, die ihre Kinder mit so viel Liebe erziehen, in den Männern und Frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen, in den Kranken, in den älteren Ordensfrauen, die weiter lächeln. Dies nennt der Papst die Beständigkeit eines tagtäglichen Voranschreitens, in der er die Heiligkeit entdeckt, die durch kleine Gesten wachse und wachse. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus ist unser Mittler und Fürsprecher beim Vater. Im Vertrauen auf seinen Beistand bitten wir. Für die Gläubigen in China, dass sie ihren Glauben unbehindert leben, feiern und verkünden dürfen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die weltweit wegen ihres Glaubens und ihrer Überzeugung Nachteile und Verfolgung auf sich nehmen, dass sie den Trost und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die heute ihre Erstkommunion gefeiert hätten, dass sie nicht verzagen und dennoch in ihnen die Freude am Glauben wächst. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
für alle Sterbenskranke und Vereinsamte, dass sie den Beistand gütiger und verständnisvoller Menschen erfahren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die in Medizin und Pflege dem Leben dienen, stärke und leite sie in ihrem Dienst. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die Verantwortung für andere Menschen tragen, gib ihnen Weisheit und Güte. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Vater im Himmel, du hast dich in Jesus Christus als unser Heil geoffenbart und schenkst uns ewiges Leben. Dir sei Lob und Dank, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit, es ist würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern leibhaft erschienen. Vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben, damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig bist du, großer Gott, heilig, Herr Gott, Zebaoth.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm Jesus beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Reinhard, mit allen Bischöfen, den Priestern, Diakonen, Ordensleuten, mit den Männern und Frauen im pastoralen Dienst und mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenk ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, dem heiligen Josef, ihrem Gemahl, mit den Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns miteinander zu Gott Vater sagen und beten nach der Weisung unseres Herrn Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und vor der Corona-Pandemie. Und gib Frieden in dieser unserer Zeit. Komm du uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Auch uns spricht er diesen Frieden immer wieder neu zu und schenkt uns seine Gegenwart. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, gieße deinen Heiligen Geist über uns aus, belebe uns aufs Neue, mach uns zu Botschaftern deiner frohen Botschaft, mach uns zu Kündern deines Reiches und schenke uns, der Welt und der ganzen Kirche, Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, es nimmt den Weg der Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bitte dich, Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Halleluja.
sein, besuch das Herz der Kinder dein. Erfüll uns all mit deiner Gnade, die deine Macht erschaffen hat. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott dein Gnadenpfand. Du Lebensbrunn liegt lieb und Glut, der Seele Salbung höchstes Gut. O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, du dir die Zungen reden macht. Entzünde in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein. Stärk unseres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Mein Leben heiligen, mich selbst annehmen, um mich um den Nächsten von Herzen zu kümmern. Mein Leben heiligen, eine gewisse Distanz zur Welt einnehmen, um mich ganz in sie hineinzugeben. Mein Leben heiligen, das Geheimnis der Dreifaltigkeit mehr und mehr erfassen und mich von seinem Lebensstrom erfassen lassen. Mein Leben heiligen, mich am Herzen Gottes bergen, um hier gelassener zu leben. Mein Leben heiligen, die Liebe Gottes in mir aufsteigen lassen, dass sie überfließt in mein Umfeld. Mein Leben heiligen, das Gewöhnliche mit außergewöhnlicher Hingabe tun und das Außergewöhnliche mit selbstbewusstem Gottvertrauen. Lasset uns beten. Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt, der mit dir lebt und Herr ist in Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ja, ich danke, dass Sie wieder zugeschaut haben. Danke dem Herrn Pöllmann für die Übertragung. Danke unserer Organistin, Mesnerin, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben. Wenn Sie mich heute in neuem Glanze sehen, dann liegt es an einer neuen Lichtanlage, die jetzt installiert worden ist hier in Wolkerseich. Jetzt kommt allmählich der Heiligenschein bei mir durch oder ist auch bloß die Glatze, die leuchtet, je nachdem. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, lade ein. Im Pfarrverband sind die Woche über öffentliche Maiandachten, zu denen man sich aber auch anmelden muss. Am Dienstag um 19 Uhr in Grüntegernbach, am Mittwoch hier in Walkerseich, Donnerstag in Ranaldsberg und am Freitag in Buchbach. Auch dazu lade ich herzlich ein oder eben dann nächstes Wochenende wieder beim Online-Gottesdienst dabei zu sein. Erbitten wir uns jetzt den Segen für die Woche, aber vor allem für die Schöpfung in der Form des Wettersegens. Der Herr sei mit euch.
Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebraucht, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und auf die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Ehrt ihn in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja.